gesagt als getan ist. Erstens einmal passiert das Ganze über Fax, zweitens gibt es massive Übersetzungsprobleme. Russischen Akademie der Wissenschaften.
Hallo. Hallo schon mal. Ich starte das Spiel. Nix drin. Ah, so. Hallo, hallo, hallo. Und schon, danke dir, Alec. Vielen Dank für dein Resub im vierten Monat. Mensch, ist ja auch schon 4 Monate. Die Zeit vergeht. Danke dir. Danke dir. Ja, ohne dass ich am Reden bin. So verdient man Geld ohne Reden. Ja, das auch. Genau. Ah, ja, wundervoll. Also, es hat sich natürlich gezogen. Hallo, Freakman. Ich sag erstmal allen Hallo, wie immer. Hallo, Freakman. Hallo, Tyrawal. Hallo, Arak. Hallo, Two Brace. Und hallo, Alec. Ja, es hat sich gezogen ein wenig, bis ich jetzt starten konnte. Mal schauen, also vielleicht so bis 17 Uhr habe ich Zeit. Dann wird wohl meine Tochter mit meiner Frau nach Hause kommen. Hallo Onata. Einen guten Tag euch. Ja, bei uns hat es sich jetzt zugezogen, wettermäßig. Es hat sich abgekühlt, das Gewitter ist da und es hat geregnet. Gut für die Pflanzen. Aber die Arbeit hat sich auch länger hingezogen. Wir haben natürlich überzogen. Guten Stuten! Philipp! Hallo Philipp! Ja. Und jetzt ist es dann doch soweit, dass ich anfangen kann mit meinem Jagged Alliance Stream, den ich auf meinem Discord-Server schon kurz angekündigt habe. Ja, und wie gesagt, 2 Stunden ungefähr, knapp 2 Stunden müsste eigentlich ungefähr klappen. Ich lade erstmal das Spiel und versuche mir mal wieder einen Überblick zu verschaffen. Wie stehen wir denn? Wie stehen wir denn? Okay, also ich bin offensichtlich gerade mit Chris, Grizzly, Dimitri und Hamus nach Drassen zurückgewandert. Wahrscheinlich also ich erinnere mich nicht. Ich erinnere mich, Mary und John nach Drassen zu bringen, die ja gestrandet sind, weil sie nach Aruba wollten und zufällig in Aurulco gelandet sind. Und wir haben sie ja aus Cicena rüber gerettet und jetzt wieder ausgeflogen sozusagen. Und Chris, Grizzly, Dimitri und Amus nehmen noch die restlichen Sachen mit, die jetzt hier so rumlagen in Drassen. Und jetzt habe ich sie nämlich mal an nach A9 geschickt. Genau, da liegt nämlich auch noch ein bisschen was rum. So dass ich mal alle Sachen einsammle, die gedroppt wurden von den vorherigen Gegnern. Also die ganzen Gegenstände. Um sie gegebenenfalls hier bei Toni, meinem lokalen Waffenverkäufer, zu verkaufen. Und ja, dann muss ich mal schauen, wie es dann weitergeht. Also das nächste Ziel wäre wahrscheinlich, dass ich versuche, den Raketenschützpunkt hier unten zu befreien. Da bin ich ja schon in der Nähe vorbeigelaufen. Es könnte aber sein, dass ich noch einen Gegenangriff bekomme in Cicena. Da müssen wir mal schauen. Das hat ja eigentlich die gute Jade Runner angekündigt, dass sie einen Gegenangriff starten möchte. Aber ich glaube, in Cicena ist der immer relativ mau, der Gegenangriff. Kommt, glaube ich, spät oder ist nur sehr schwach.
Vielleicht wären es aber auch 100, so wie in Drassen damals. Dieses Riesengemetzel. Ja. Okay. Und sonst hatte ich Biff, Flo, Alex und Pablo. Beziehungsweise Pablo soll ja in San Mona bleiben, aber die anderen drei würde ich gerne nach Cicena schicken zum fröhlichen Milizen trainieren. Genau. Mal schauen, wie weit wir kommen und ob wir es schaffen, bis zum Raketenstützpunkt heute vorzudringen. Ja. So. Dann werde ich erstmal Zeit vergehen lassen. Philipp, ich erinnere mich gar nicht. Wie hatten wir denn... Bin ganz schön dösig. Ich muss ins Bett. Ich auch. Okay, bevor die mir hier... Warte mal, kommt mal zurück. Kommt mal zurück. Oh, jetzt sind sie schon so weit. Wie dösig sind die denn? Ach, das geht doch noch. Das schafft ihr doch noch nach A2. Ah, du kommst auch von Forge of Empires. Ja, na klar. Also, so wie die allermeisten Zuschauer hier in der Runde oder bei meinem Kanal sind ja die meisten Forge of Empires Spieler. Aber es gibt noch ein paar wenige, die auch gerne Jagged Alliance 2 oder 1 gespielt haben. Und vielleicht kommen die auch noch. Ist auf jeden Fall auch ein Nischenspiel, so wie Forge of Empires. Forge of Empires, kriegt man ja... Ich fall um, wenn ich nicht gleich ins Bett komme. Hey, bin ganz schön dösig. Ich muss ins Bett. Ich auch. Jetzt boykottieren sie, okay. Jetzt boykottieren sie tatsächlich und wollen hier auf freier Flur schlafen. Naja, hoffentlich kommen jetzt da keine Gegner und überraschen sie. Gut, dann schlafen wir hier einfach mal mitten in dem Sektor. Ich glaube, sie sind im Zentrum des Sektors, von daher, wenn sie so anhalten... Oh, ich bin im falschen Sektor. Daher, oh, sind sie nicht. Aber wenn was von rechts kommt, dann sehe ich das noch eher. Ja. Gut. Ja, und heute spiele ich mal wieder mein geliebtes, altes Jagged Alliance 2 mit dem Ziel, das Spiel mal durchzuspielen. Das ist quasi immer noch das Langzeitziel oder die Perspektive hier. Enrico. Wenn ich es recht verstehe, ist es Ihnen anscheinend gelungen, in meinem Land Fuß zu fassen. Es ist ein Anfang und ein sehr lohnenswerter, wenn man bedenkt, mit wem sie es zu tun haben. Lobenswerter. Und wie lange sie Zeit gehabt hat, ihre Position zu verstärken. Genau, Enrico ist der Ehemann von Daydrenner, die sich hier zur Diktatorin von Arulco, dem fiktiven Land, in dem hier das Spiel spielt, aufgeschwungen hat. Genau, das wollen wir ihr aber nicht durchgehen lassen. Hier noch was reparieren. Reparier mal was Schönes da, liebe Alex, während die anderen noch schlafen. Lässt sie noch schlafen und du reparierst schon ein bisschen. Genau, denn ich habe das Spiel diverse Male gespielt und bin immer nur in Berlin gelandet. Also als Maximum. Meistens habe ich schon in Grum oder in Cambria aufgehört. Maximal habe ich es bis Balime geschafft. Ich war noch nie in Meduna und ich habe das Spiel bestimmt schon 10 Mal angefangen. Und ich hoffe, in Form eines Streams bleibe ich tatsächlich auch dran. Und es ist meistens so, dass ich nicht aufhöre, weil ich keine Lust mehr habe, sondern weil ich keine Zeit mehr habe. Ich habe keine Zeit mehr. Und hör dann auf, das Spiel zu spielen.
Und jedes Mal, wenn ich mir denke, wäre mal wieder ein cooler Moment, um ein bisschen Jagged Alliance 2 zu spielen, sehe ich dann die Karte und denke mir so, ich habe keine Ahnung mehr, was ich hier als letztes gemacht habe und starte neu. Ja, genau. Und jetzt habe ich einerseits den Stream, der mich daran erinnert, immer mal wieder dran zu denken. Spiele ich jetzt hier noch ein bisschen weiter? Komme ich hier ein bisschen voran? Und andererseits, wo ich nachschauen kann, was eigentlich als letztes passiert ist. Ich habe meine Aufgabe erledigt. Jo, wir stoppen jetzt. Wir stoppen jetzt. Doch alles fertig repariert, dann geht ihr weiter nach Chicena. Ja, ich höre. Und Hub 1 ist auch zum größten Teil wieder Sie. ausgeschlafen. Gegner scheinen erstmal hier nirgendwo rumzuwandern. Na, Pablo kann auch nichts mehr reparieren. Ach so, die Sachen habe ich abgegeben, ne? Alles verkauft, glaube ich, in dem Team. Alles verkauft, außer Munition für ihre Pistolen. Ja. Okay. Dann dürfen Sie weitergehen. Nach wo gehen Sie eigentlich? Es reicht, wenn Sie nach B2 gehen. Mary? Mewi? So, Pablo, es ist 13 Uhr. 13 Uhr müsste eigentlich der Toni seinen Laden wieder geöffnet haben. Und Okay. neuer. Neue Produkte haben. Schauen wir mal, ob der Hans uns reinlässt. Ich wette, du bist hier, um Tony zu sehen, was? Er ist hinten. Gut. Geht ja dann auch zum Stammkunden. Zeig mir, woran du Interesse hast. Toni, diese Beretta ist diese neu. Kenne ich noch nicht. Aber die will ich auch nicht. Da ist mir die Reichweite doch ein wenig zu gering, um die tatsächlich zu nutzen. Ja, ist jetzt alles nichts Besonderes. Viele Pistolen, wenig Gewehre. Hallo LL Cool Gamer. Viel Munition. Ist da irgendwas Exotisches dabei, was ich bräuchte? Jetzt da erstmal nicht so aus. Ah, 10 mm Auto. Das ist zwar das Pistolenmagazin, aber ich kaufe das erstmal. Ich kaufe das erstmal. Oh, was haben wir noch? Ich könnte noch ein paar Granaten kaufen. Ein Zielfernrohr. Für ein Mausergewehr. Tja, ja, keine Ahnung, ob ich da irgendwie eine passende Waffe zu habe. Ich denke eher nicht. Gehe eher nicht. Wäre, glaube ich, Quatsch, das zu kaufen. Mündungsfeuerdämpfer. Nee, das sind Schalldämpfer. Mündungsfeuerdämpfer. Schalldämpfer für was? Pistolenschalldämpfer. Schlecht ist es sicher nicht. LL Cool Gamer, meinst du,
Bist du nicht auch Forge of Empires Spieler? Du bist doch, glaube ich, letzten... Um diese Jahreszeit ist die Auswahl hervorragend. Seit letzten Samstag, also vorletzten Samstag, bist du neu dazugekommen, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Hast du mir gefolgt zu... bei Twitch? Hast du mir bei Twitch gefolgt? Ja, es ist ein sehr altes Spiel schon, von 1999, aber es ist sehr cool. Es macht sehr viel Spaß, mir zumindest. Mündungsfeuerdämpfer kann man an ziemlich vielen Waffen anbringen. Ist sicherlich nicht verkehrt. Und, so ein, und die Schalldämpfer sind sicherlich auch nicht verkehrt. Ich obwohl die natürlich für Pistolen sind. Ich bin mal so frei und kauf die. Die sind teuer. Egal, wir haben es ja. Wir haben es ja aktuell. Okay. Jetzt habe ich mir keine Granaten gekauft. Aber auch okay. Ich muss es hier erstmal unterbringen. Sehr gut. Du. Genau, ich bringe das erstmal hier rüber. Auch die Helme, die ich ja noch im Inventar habe, die habe ich ja repariert. Jetzt sind sie alle heile. Aber ich habe leider noch niemanden, an den ich die Helme verkaufen kann. Aber ich muss gleich mal in meinem auf meinem Zettel gucken. So, Helmchen. A9 haben die erobert. Um Mörter. Okay. Das ist cool. Das ist cool, dass sie den Sektor erobert haben. Denn das wird dann mindestens heute unser Kampf des Tages sein. Heute mindestens unser Kampf des Tages sein. Denn meine Truppe aus Chris, Grizzly... Dimitri und Amus ist ja gerade auf dem Weg nach A9. Und dann können die da noch ein bisschen mehr Ausrüstung mitnehmen, die dann von den Gegnern fallen gelassen wird. So, und ja, das kannst du auch behalten. Ansonsten wollte ich noch die Gegenstände hierher bringen. Das war STRG Shift. Nee, Shift und M. Shift, M. Jetzt haben wir hier keine Gegenstände mehr zu liegen. Jetzt sollten die alle da auf einem Platz liegen. Sehr schön. Pablo, du guckst am besten auch nochmal in die Bar. Gut. Ja mal deine Pistole mit einem Schalldämpfer ausstatten. Fancy. Da steht leider nur Frank rum. Ach, und wir haben vergessen, mal wieder in der Bar von Drassen zu gucken, ob da jemand rumsteht. Gut. Dann bleiben wir da. Vor 20 Uhr brauchen wir nicht nach in den südlichen Sektor gehen, um einen Ringkampf zu machen. Das heißt, für Pablo gibt es jetzt nur eins. Üben. Üb doch mal. Was übst du? Meine Führungsqualität braucht er jetzt ja nicht mehr. Ich kann auch Treffsicherheit üben, für den Fall, dass er doch mal in den Kampf verwickelt wird. Aber solange der in Zamona rumsteht, wird ihm nie was passieren. Da traut sich dann niemand von Daedrenners Leuten hin. Mit Bewaffnung. Naja, mach mal. Mach mal. Hallo Cage, willkommen. Cage, bist du... Bist du ein Forge of Empires Spieler oder ein Jagged Alliance 2
Spieler. Die Kindheit drückt durch. Ja. Richtig, bei mir auch. Bei mir auch. Das, die gute alte Jagged Alliance Zeit. Ja, dann bist du ein weiterer von den wenigen Jagged Alliance 2 Leuten auf meinem Kanal. Denn die meisten, die bei mir im Kanal sind, kennen mich als jemanden, der Forge of Empires Videos macht und Streams. Und ich spiele ja auch andere Spiele, die ich gern mag. Und Jagged Alliance 2 ist definitiv auch Nische, so wie Forge of Empires. Das streamt ja sonst kaum jemand. Hast du jetzt gezielt nach Jagged Alliance 2 geguckt, Cage? Also ich bin soweit. Wer das streamt? Auftrag wurde ausgeführt. Ja, ihr könnt gerne weiter Milizen trainieren. Oh, Chizena Main wurde erobert. Okay. Stopp. Rotten Man hier. Na gut. Dann machen wir erstmal Omerta, weil wir jetzt zwangsläufig jetzt schon mal da sind. Und dann würde ich im Anschluss den südlichen Teil von Chizena wieder versuchen zu befreien. Am besten, indem ich sogar die Ankunft von denen hier unten mit denen da oben synchronisiere. Mal gucken, ob ich das hinbekomme. Und die nehmen dann noch die Söldner mit. Ich wurde vorgeschlagen. Interessant. Aber das muss irgendwie an personalisierten Algorithmen liegen, ne? Also wahrscheinlich hast du schon ähnliche Spiele geguckt, so ältere Page, und dann wurde ich vorgeschlagen bei dir. Okay, schön. Ja, freut mich, dass du da bist. Und ich freue mich natürlich auch, wenn du mir folgen magst, und dann siehst du auch, wenn ich wieder Forge of Empires spiele. Forge of Empires. Wenn ich Jagged Alliance 2 weiterspiele. Danke dir, Cage. Okay, dann versuchen wir es mal, den südlichen Sektor oder den westlichen Sektor von Mörder wieder zu befreien. Das sollte hier kein großes Problem sein, denn hier sind meine Söldner ziemlich stark. Hier drüben könnte es schwieriger werden, allerdings die Gegneranzahl ist überschaubar. Sieben Leute da in Chizena zu killen. Kannst du auch drei nehmen, die da schon vor Ort sind, reicht doch. Ja, wahrscheinlich hast du recht, Spurs, und schön, dass du auch da bist. Wahrscheinlich reicht es sogar mit den dreien, die im Norden sind, weil die kriegen ja auch noch die Verstärkung von den Milizen. Die kommen ja auch noch dazu. Andererseits ist vielleicht nicht schlecht, mal mit den schlechten Söldnern ein bisschen Schusstraining zu machen. Deswegen wäre es vielleicht nett, wenn ich die einfach mit reinnehme auch in den Kampf. Aber dann würde ich die halt möglichst gut gedeckt irgendwie positionieren wollen. Das ist interessant. Ich komme von Süden in den Sektor rein und eigentlich müsste ich ja im Süden Landungsgebiet festlegen können, aber anscheinend geht das nur im Osten hier. Ist mir persönlich aber auch ein bisschen lieber. Ich würde die vier jetzt erstmal hier oben platzieren, weil ich glaube, hier oben sollte nichts sein. Windows 95 und 98. Und mit Win 11 hat alles, Win 3.11 hat alles begonnen. Ah, stimmt. Ich habe die Kanalpunkte nicht aktiviert. Den mit dem Rucksack. Hast du recht, Tyrawal. Aber es ist jetzt nicht so einfach, das wieder zu aktivieren. Aber vielleicht erinnert ihr mich einfach so dran. Also jetzt hast du mich auf jeden Fall dran erinnert. Ich glaube, jetzt wolltest du gerade den Kanalpunkt einsetzen, um mich an den Rucksack zu erinnern. Aber es hat auch so geholfen. Genau, weil ich müsste jetzt erstmal aus dem Spiel raus. Und wenn ich mit dem Tab rauswechsle, dann funktioniert das Spiel ja leider nicht mehr. Dafür ist es ja ein bisschen
bisschen zu alt. Ich speichere erstmal zwischen und dann nehme ich mal die Rucksäcke ab. Shift B. Mach die optimalen Sichtgeräte auf. Das ist Shift N. Die haben sie anscheinend schon alle auf. Und lade nochmal nach. Shift R. Da hat einer nicht nachgeladen gehabt. Cage, wahrscheinlich kennst du auch. Ja. Das Spiel. Die Passe. Eher noch in seiner normalen Version, oder? Weil das ist ja jetzt hier die Version 1.13. Das heißt, das Spiel ist dann doch gar nicht so ganz so alt, weil, ja. Weil daran weiterentwickelt wurde. Das Ding kann ich hier auch erstmal liegen lassen. Bitte auf die Erde legen. Genau. Ist denn Chris Gewehr? Bin verwirrt. Wo ist das Gewehr von Chris? Ist es im Rucksack? Habe ich das in den Rucksack gepackt? Das kann sein. Muss ich die Rucksack nochmal aufnehmen? SCRG, Shift und F. Kann zurzeit nicht aufgehoben werden. Ja, welcher Rucksack ist denn der von Chris? Steht es da? Nicht. Hier gibt es ein paar Unannehmlichkeiten zu bereinigen. Der wird mich ja dann noch nicht sehen. Das ist wohl nicht der von Chris. Bei meinem Glück ist es natürlich der letzte, den ich versuche aufzuheben. Rotten Man immer noch hier. Ja, die sind immer noch da. Aha, schau mal an. Gut. Schon besser. Ja, ich hatte auch das Original auf CD. Ich hatte damals die... Ach, auf das Dach kann man gar nicht drauf. Ich hatte damals die Demo auf irgendeiner... Computerbild oder sowas oder irgendeiner Computerzeitschrift. Und fand die Demo damals schon so cool, dass ich mir unbedingt das Spiel holen musste. Vollversion holen musste. Aber wenn der dann nochmal rauskommt, aber ist halt keine gute Position. Ich hätte mich vielleicht doch da unten positionieren sollen. Na, ich gehe mal mit den. Ich versuche mal mit den dreien da runter zu wandern. Gib Wasser. Ja. Gucken, ob das ungesehen klappt. Und dann kann ich da unten erstmal aufs Dach klettern. Ah, 133 Megahertz. 32 Megabyte Arbeitsspeicher. Ich glaube, meiner hatte auch 133 Megahertz, aber nicht so viel Arbeitsspeicher. Das ist schon ganz schön heftig. 33 Megabyte. Ich glaube, also heftig. Ich glaube, ich hatte weniger. Aber vielleicht täusche ich mich auch. Gib Wasser. So, da sind wir jetzt unauffällig runtergekommen.
Gib Wasser. Ja. Gib Wasser. Gib Wasser. Original 16, ja, das schon eher. Ich glaube, ich hatte 8. Ich glaube, ich hatte nur 8. Ich sehe sehen. Ich sehe einen Rotten Man. Ja. Gib Wasser. Sehr gut. Denke ich jetzt schon die Aufmerksamkeit auf mich? Erstmal noch nicht. Ich gehe mal noch ein bisschen vor. Ja. Oh, jetzt hat er mich gesehen. Jetzt hat er mich gesehen. Na, dann renn einfach vor. Jetzt ist ja eh Hopfen und Malz verloren. Gut, nicht so gut. Naja, sollen sie kommen. Ist ja gut, dass sie mich gesehen haben, weil jetzt... Hallo? Bitte, ich kann mal kurz eine Pause machen. Na? Geht. Wieder weg. Ich hoffe, sie bleiben. So, wieder da. Bild wieder anmachen. Bild, Bild, Bild. Wo ist mein Bild? Da ist mein Bild. Viel Spaß beim Zocken, Two Brace. Gut, dann mache ich überall den Stealth-Mode aus, ja. Weil jetzt sind sie ja eh entdeckt. Gib Wasser. Dann... gehen wir wie üblich vom schwächsten Söldner zum stärksten durch. Kann jeder sein Schüsschen abgeben. Gehen wir noch einen näher, genau, dann siehst du ihn auch. Das ist jetzt doof. Das ist jetzt doof. Hä, kann er das nicht? Das müsste doch... Ach nee, Munitionskiste ist... Kann nur in die Hand genommen werden, okay. Davon hat er keine Munition. Dafür schon. Nehmen wir lieber das... Aber wir haben auch keiner. Der
jetzt hier nicht zwei Hände schießen. Versuchen wir es mal. Mit der Pistole. Klappt leider nicht. Aber er hat wenigstens seinen Schuss abgegeben. So, Chris kostet nichts. Ich muss nur gucken, dass ich ein bisschen Munition spare vielleicht. Nehmen wir mal die MAC-10. Die will auch nicht treffen. Ansonsten... Ja. Sieht es noch nicht so gut aus, was die... Okay, mit Grizzly sichere ich ein bisschen ab in der Richtung. Der sieht mich ja noch nicht. Ja. Okay. Okay, so, Chris. Nase raus. Okay, da hinten kommt einer. Es kann sein, dass der jetzt hier gleich die Wand hochkommt. Den da hinten kann ich aber unmöglich mit der MAC-10 treffen. Deswegen versuchen wir mal mit dem Gewehr unser Glück. Aber sieht auch schlecht aus. Aber jetzt ist der wenigstens auch informiert. Ja. Okay, Grizzly sieht den jetzt auch. Versuch doch mal mit der Kommando Colt. Glaube, ich habe was Verdächtiges gehört. Eine Bewegung von unten, ja. Also ich schätze mal, der wird jetzt bestimmt gleich versuchen, das Dach hochzuklettern. Der Gegner. Schauen wir mal, ich speichere mal an der Stelle. Sehe ich noch nichts. Wobei, es kann sein, dass er noch nicht dran war. Welche Haare hat der hier? Rot. Sein Zielwasser nicht getrunken. Da ist er. Genau, das ging nämlich früher auch nicht. Cage, wenn du dich richtig erinnerst, die gegnerischen Söldner oder die Soldaten, gegnerischen Soldaten, die konnten früher nicht aufs Dach klettern. Das wurde in dieser Version verbessert, sodass man auf dem Dach keinen hundertprozentigen Safe-Spot mehr hat. Oh. Qué bueno. Okay, bueno. Wie gut. Also. Da. Wie pasa? Das war aber zu erwarten, dass der da hochkommt, also. Naja. Ein Intel Celeron. Achso, das ist dein Nachfolgermodell gewesen, ne? Mit 355 MHz, ja. Onata hat schon 85 im PC gehabt. Ja, da war ich noch nicht so weit. Ja. Da war ich erst 2, Onata. Ja, also ich habe Dimitri und Hamus nichts machen lassen, also ihre Aktionspunkte sparen lassen, damit, falls der jetzt das Dach hochkommt, die bereit sind zu schießen. Und Chris hätte vielleicht keine Aktionspunkte mehr gehabt, weil er in der letzten Runde geschossen hat. Das war jetzt gerade der taktische Ansatz. Das ist wieder der Rothaarige. Ja, dass du 85 geboren bist, das konnte man sich schon fast denken, Cage. Du hast ja da einen kleinen Hinweis in deinem Namen hinterlassen. Ja. Mal die Augen auf, okay, nichts zu sehen. Ich werde mal mich mit Chris umschauen. Und seinem Fernrohr. Okay,
Okay, auch nichts zu sehen. In der Richtung. Woanders werden keine sein. Noch nicht. Und Trevor, können wir... Grizzly. Können wir hier in der Richtung nochmal gucken? Sieht jetzt auch nicht so aus, als sei da jemand. Ja, dann noch Glückwunsch. Alles Gute nachträglich. Ja, mein erster PC, beziehungsweise eigentlich ja der PC meiner Mutter. Das müsste so 95 gewesen sein. Wo ich angefangen habe, irgendwie PC zu spielen. Vielleicht 94. Und noch ein Rothaariger, die wollen mich wohl verwirren. Aber der ist aufgepumpt und der andere nicht. Also der ist Bodybuilder. Der andere nicht. Chris, du verbrauchst deine ganze gute Munition. Gott. Umsonst nachgeladen. Ja, die sind so weit weg. Das ist blöd, dass sie so weit weg sind. Da kann niemand anderes wirklich gut helfen. Naja, ich gehe erstmal mehr an den Rand. Gib Wasser. Dann können sie es ja mal versuchen. So werden sie wahrscheinlich eher gegen den Rand schießen. Gucken. Oh. Qué bueno. Gut. Gib Wasser. Gib Wasser. Da kommt jetzt ein Dunkelhaariger. Unterbrechung für quasi alle. Gib Wasser. Fangen wir wieder bei Amus an. Wobei ja eigentlich Dimitri die schlechteste Trefferchance hat. Aber Amus wird wahrscheinlich... Nice work. Wird wahrscheinlich für ewig seine geringen Kosten behalten. So, das ist der andere Rothaarige. Dimitri. Mach's gerne gleich nochmal. Dimitri. Ich stolz sein. Ja, da hast du dir die 80 Trefferchance gut mit verdient, aber damit ist Hamus ja jetzt tatsächlich der schlechteste. War er auch schon vorher. Denn Dimitri war schon bei 79. Pong auf dem Atari und Hexen auf dem PC. Hexen sagt mir auch was. Ich bin gerade nicht mehr sicher. Ich kann mit dem Namen was anfangen, aber ich habe kein Spiel vor Augen. Gib Wasser. Pong sagt mir natürlich auch was, aber... Atari hatte ich nicht. Also meine Mutter hat sich beruflich einen PC zugelegt und ich habe den dann zum Spielen benutzt. Und generell auch ein Gefühl für Computer zu kriegen, zu malen mit Paint und alle Programme zu erkunden, die es so gibt. Hab mich ja da sehr reingenördet. Und bin dabei geblieben. Gib Wasser. Jetzt als Softwareentwickler. Ja. Gib Wasser. So, die werden jetzt erstmal... Die ersten vier werden schon mal erledigt. Ich denke mal, der hier oben wird noch da sein. Wie sehen denn die Dächer aus? Jetzt mal das
sind keine Dächer, um... Du hast auch mit Paint angefangen. Ja, aber du bist besser geworden und ich... Meine Grafik-Skills sind nicht wirklich besser geworden. Ich habe halt mit Paint angefangen und mit Paint aufgehört. Quasi. Also. Gib Wasser. Achso, er ist der Einzige, der redet, weil ich den anderen mal ihren Mund verboten habe. Warum eigentlich? Keine Ahnung. Dann wandern wir mal rüber. Könnte einen Blick wert sein. Was ist das? Kohle. Gehe ich hier mal zwischen den Häusern durch. Dann ist auch nicht ungefährlich. Ja, jemand hier stehen, ne? Und begebe mich auf dieses Dach. Sind sie schon mal oben? Schauen wir mal rum. Keine Gegner zu sehen. Okay. Die werden wahrscheinlich von Süden gekommen sein. Herr Bursty, du hast es schick gemacht. Das ist doch... Der ist doch von dir selbst gemacht, oder? Der Avatar. Der ist schon echt cool. Könnte ich nicht. Kann ich nicht. Herr Burst streamt nämlich auch. Er streamt andere Sachen als ich. Aber auch. Ah, wie war denn das mit alle Söldner? Ist ja ein bisschen doof, dass ich das schon wieder vergessen habe. Alle Söldner markieren. Hä? Alle Söldner auswählen? Was ist denn? Ich finde es jetzt nicht auf meinem Zettel. Tja. Rahmen drum ziehen, das geht. Das stimmt. Nee, es geht nicht. Leider nicht. Man kann zwar einen Rahmen ziehen, aber es geht nicht. Also ich wollte halt alle gleichzeitig hinhocken, damit die Köpfe ein bisschen unten halten, wenn ich hier auf der Suche nach Gegnern durch die Gegend ziehe. Ah. Okay. Du bist also auch dabei geblieben, Cage, als Tüftler. Sozusagen. Ich meine, ich baue meinen PC auch immer selber, wenn ich mir die Teile kaufe. Oder ich kaufe mir auch immer Teile und baue mir den selbst zusammen, wenn ich mir einen neuen PC kaufe. Das ist halt günstiger. Man bekommt halt, was man will. In der Kombination. Ja, ich habe einen Arak für alle Fälle, richtig. Also Arak hat mir schon so einige Sachen gestaltet. Beziehungsweise nicht nur mir, sondern ganz vielen Leuten in der
der Community der Forge of Empires Spieler. Und das fällt dann auch ab für Jagged Alliance natürlich, wenn er da so einen schönen Avatar macht. Von mir mit einer rauchenden Pistole zum Beispiel. Ist denn hier überhaupt noch jemand? Sind hier denn noch Gegner? Hallo? Scheint so. Scheint so, aber sie verstecken sich. Also Kommandos fand ich auch interessant. Das war ja so das Konkurrenzspiel zu Jagged Alliance damals. Und manche fanden Kommandos besser und andere fanden Jagged Alliance besser. Und ich fand immer Jagged Alliance... Hier gibt es ein paar Unannehmlichkeiten zu bereinigen. Ach ja, der ist da und hat sich wahrscheinlich gerade ein Bier aus dem Kühlschrank geholt. Ja, kann man schon verstehen. Da hat man natürlich dann keine Zeit, seinen sterbenden Kollegen verdammt, zu helfen. Ladehemmung! Ja, das ist jetzt blöd. Dann gehen wir aus dem Weg. Der hat uns ja noch gar nicht bemerkt. Ja, aber ich habe Jagged Alliance 2 bevorzugt, weil das eben rundenbasiert ist und man konnte sich halt genau überlegen, wie man vorgeht, und Kommandos musste man sehr gut timen auch. Da war halt auch sehr viel, okay, du schickst den einen in der Richtung und den anderen in der Richtung und am Ende muss der zum richtigen Zeitpunkt da oben gelandet sein, weil sonst gibt's Probleme. Genau. So ungefähr. Moose, möchtest du mal durch die Wand schießen? Schieß mal durch die Wand. Komm. Das lohnt nicht. Das lohnt nicht. Ich hoffe, jetzt kommen nicht noch spontan andere Gegner aus anderen Häusern. Okay, der ist von den Aktionspunkten so runter, dass der nichts mehr machen kann. Ging auch durch die Wand. Das war's dann mit den Zielobjekten. Die letzten in diesem Sektor. Dachte ich mir schon, dass das der letzte ist, weil ich den schon so suchen musste. Genau. Okay. Gut. Dann heben wir mal die Rucksäcke wieder auf. Ich hoffe, das funktioniert noch. Das kann sein, dass es nicht mehr funktioniert. STRG, Shift und F. Aber es hat gut funktioniert. Er hat auch eine klemmende Waffe. Ich muss hier mal reparieren. Ich brauche mal meinen Trevor zum Reparieren hier. Okay. Gut. So, was hat denn... Die habe ich mir zeichnen lassen von einer Künstlerin auf Fiverr. Ach so. Ich dachte, der hättest du selber gemalt. Aber die sind sehr gut geworden. Die sind sehr gut geworden. Finde ich auch, die Emotes Burst. Ja, Kommandos war so ähnlich wie Jagged Alliance, aber halt nicht rundenbasiert. Also grafisch vielleicht ein bisschen besser als Jagged Alliance. Man hatte halt auch die Söldner, oder man hatte Söldner, so ein Kommandoteam. Das war auch so ein bisschen rollenspielmäßig. Aber es war... Man musste halt sehr viel timen. Oh nein. Oh nein, ich bin... Jetzt muss ich neu laden
Oder? Ich kann, das geht vielleicht noch, dass ich speichern kann. Ich muss mal kurz. In den Pause-Screen. So, speichern kann ich ja hier noch. Ja, das kann ich. Und dann muss ich meinen Task-Manager bemühen und Jagged Alliance abschießen. Ich bin gerade versehentlich aus dem Spiel rausgeswitcht, weil ich auf einen Knopf gedrückt habe im OBS. Wie kann ich nur? Task Manager. Ja. Didim. Ja. Neu laden. So. Ist ja nicht mehr ganz so schlimm. Geht ja. Geht ja. Ich habe ja gespeichert oder konnte ja speichern. Kommandos war mega. Mit einem schnellen Rechner ging es nicht mehr. Weil die Gegner in Lichtgeschwindigkeit rumliefen. Naja, dann müsstest du halt auch irgend so eine DirectX-Anpassung machen. Dann funktioniert es wieder. Da gibt es ja so, ja, Sachen, die man sich dann ins Spieleverzeichnis legen kann, wo dann emuliert wird, dass man ein älteres DirectX hat und sowas. Das musste ich hier bei Jagged Alliance 2 auch machen, dass es vernünftig läuft. Aber so ein paar Macken hat es trotzdem. Zum Beispiel, dass es, wenn man ins Windows switcht und wieder zurück, dann irgendwie ist es dann näher rangezoomt und geht auch nicht mehr weg. Sunstrike 1 sagt mir nichts. Also sagt mir schon was vom Spielnamen, aber hab jetzt auch kein Spiel vor Augen. Ja. Rundenbasierte Games mag ich eigentlich immer noch. Ich mag immer noch darüber nachdenken zu können. Genau, was ich tun möchte. Ach, das ist die Skorpion. Das ist ja eine süße Maschinenpistole. Eine wirklich süße Maschinenpistole. Ah. Ach, ja. Ich dachte mir schon, einen Rucksack kann er bestimmt nicht zuordnen, weil ich den versehentlich mit Chris angezogen habe. Also weil ich ja mit Chris einen Rucksack aufhatte, der nicht Chris gehörte, dachte ich mir, naja, den Rucksack kann er bestimmt am Ende nicht mehr zuordnen. Das ist die Frage, der wird bestimmt von Dimitri sein. Ah ja, der ist von Dimitri. Genau. Okay. Das Asset passt auch in eine Granatentasche. Interessant. Wegen der Form wahrscheinlich. Okay, so. Dann nimmst du mal die kleine Skorpion mit. Er hat noch genug Munition dafür, eigentlich. Denn bei anderen aus 9x19 mm. Er hat auch genug Munition dafür. Aber ich kann die ja mal umkonvertieren. Dann habe ich noch mal ein halbvolles Magazin Hohlspitz. Ach, das passt dann aber nicht mehr in die anderen Taschen rein. Das ist nicht so günstig. Aber dafür kann ich sie spontan nachladen. Naja. Ist nicht so schlimm. Ja, alle das gleiche Magazin. Mit 9x19. Okay, so.
zwei müssen jetzt wieder Kisten tragen. Deshalb lag sein Gewehr im Rucksack. Verstehe. Kommt es auch in einen Rucksack? So, wer hat noch Platz? Wird jetzt aber eng. Gar keinen Platz mehr. Nee. Nicht. Kriege ich nicht mehr unter. Die Gewehrmunition würde ich schon gerne noch mitnehmen. Dann kann ich nicht mehr alles tragen. Ist ja ungünstig. Kann den Stein noch natürlich noch hier lassen. Der ist nicht so wichtig. Der ist nicht so wichtig. Haben wir noch irgendwo was? Hier habe ich noch. Ja. Ah, da passt nur ein Magazin rein. Dann tauschen wir. Gegen was tausche ich denn da? Hier ist passt ja nur eine Granate rein. Hat noch jemand anderes eine einzelne Granate? Ja. Muss. Gib deine Granate ab. Du musst Munition tragen. So, und den Stein nehmen wir auch mit. Hier. So. Wir wollen ja nichts liegen lassen. Das ist ja die eigentliche Idee gewesen, warum ich hierher wollte. Nicht um den Sektor zu befreien. Okay. Gut. Hardenstrike 2 fandst du nicht so gut wie 1. Ja, ich finde Jagged Alliance 2 besser wie Jagged Alliance 1. Und die ganzen anderen Jagged Alliance Spiele sind alle nicht wirklich gut, die es sonst noch so gibt. Also es gab ja nie einen Jagged Alliance 3, aber jetzt soll irgendwann, also zumindest gibt es ein Spiel auf der Ankündigungsliste bei Steam namens Jagged Alliance 3. Und das sieht interessant aus und vielleicht wird es auch gut. Mal gucken. Also ich habe es auf jeden Fall auf meiner Wunschliste. Schauen wir mal. Okay, die lasse ich jetzt noch weiter wandern und dann... Es lohnt sich, aufzupassen. Ja, jetzt stoppt mal. Ihr trainiert ja noch Miliz, aber ihr macht jetzt mal eine kurze Pause. Und geht ist nach gut. Süden. Und dann hoffe ich kann die gut platzieren, um den zweiten Kampf da drüben durchzuführen. Ja, die Munition kann ich dann auch nicht mehr mitnehmen. Für die habe ich dann keinen Platz mehr. Aber ich werde sicherlich noch ein paar Mal hin und her wandern. Ist halt die Frage, ob ich jetzt auf direkten Wege nach San Mona gehe oder hier noch so ein bisschen Aufklärung betreibe. Wahrscheinlich sinnvoller, so ein bisschen Aufklärung noch zu machen. Und hier mal diese Sektoren noch zu erkunden. Wobei die so überladen sind. Nee, eigentlich ist es doch nicht sinnvoller. Ich breche das noch ab. Ich gehe nach San Mona und mache danach Aufklärung. Okay. Ja, viele Stunden gespielt habe ich auch. Aber ich habe ich vorhin schon gesagt, ich habe immer wieder neu angefangen und nie zu Ende gespielt.
Ja, bitte koordinieren. Und wir rufen auch noch Verstärkung dazu. Es sind Feinde in der Nähe. Das sollte ein Fest werden. Mit 6 Söldnern und 30 Milizen gegen 7 Feinde. Okay, es ist ein bisschen die Frage, wo ich jetzt meine Söldner platziere. Hälfte, Hälfte. Ich sag mal, die einen hier oben hinter den Häusern, würde ich mal sagen. Und die andere Hälfte hier im Busch, weil das sind ja auch die, die nicht so viel können. Und dann... Boah, tut sie erstmal noch gar nichts. Ja. Ist gut. Rennen wir gleich mal vor mit denen. Und die hier... Oh, ja. Oui. Ups. Rennt doch gleich ja, mal. Ja, ich höre. Oh, ja. Oui. Okay. C'est bon. Klappt sogar. Ja, hier. Natürlich schöner, wenn ich die alle auf einem Haufen habe. Hallo, Diamantrex. Einen guten Abend. Wobei, Abend. Guten Tag. Weil es draußen so dunkel ist durch das Gewitter, was wir hier gerade bei uns hatten. Ja, ich höre. Battle for Dune, Westwood, Max Payne. Pentium 900 MHz voll übertaktet. Jetzt haben wir die noch zwei Teams. Mal gucken, ob ich die Teams zusammenmischen kann. Auf der taktischen Übersicht, jetzt wo sie in einem Sektor sind. Ja, das geht. Das ist übersichtlicher, finde ich. Ja. Bin bereit. Yep. Oh, ja. Ja. So, das Kommando alle zum Schleichen zu bringen, habe ich aber erst gelesen. Alt Z. Ja. So. Müssen wir noch alle stumm machen, weil die sind ganz schön laut, wenn die hier schleichen. Vielleicht habe ich sie deshalb alle, ihnen deshalb allen den Mund verboten. Wo sind denn die Gegner? Hier sind doch gar keine Gegner. Ich würde mal auf hier unten tippen. Sofern ich die sehe, da werden dann auch die Milizen anstürmen. Ganz ungewohnt, dass ich nachmittags streame, ja. Ich habe halt die Woche so viele Überstunden gemacht. Und da wollte ich zumindest ein bisschen was von abbummeln. So, wo gehen die denn jetzt am besten hin? Hier hinter den Bäumen können sie sich ganz gut in Deckung bringen. Geht mal lieber hier oben lang. Hier oben und dann durch den Wald, durch das Wäldchen. Die sind bestimmt hier, in dem Bereich. Vielleicht auch hier. Da waren zumindest auch die letzten Gegner. Wie man an den Überresten der letzten Gegner sieht. Hier ganz schön viel Gewusel. Seid ihr bereit? Da. Sie sind hier. Oh, das ist aber ein Elite-Gegner. Das seht ihr an der grauen Uniform. Oder an dem grauen Shirt, was er anhat. Warum sehe ich ihn jetzt nicht mehr? Fox sieht ihn. Warum sieht ihn Fox von da hinten und die anderen beiden sehen ihn nicht? Band. Und der hat auch ein Gewehr. Also. Definitiv keine ungefährliche Situation.
Okay, wie mache ich das jetzt am besten? Trevor nach vorne ist gut. Trevor ist einer meiner Besten. Bring dich in Position erstmal nur. Er hat uns ja noch nicht bemerkt. Flo, nach vorne ist nicht so gut. Sie sollte vielleicht besser noch schleichen. Geh mal ein bisschen zurück. Oh, nicht so laut, Flo. Huch, und dann in Deckung. Biff ebenso. Können halt auch nicht gut schleichen. Box. Box geht dahin. Und erstmal Deckung. Deckung ist wichtiger als Ducken. Und Ira bleibt auch ein bisschen hinten. Und in Deckung. Alex. Dahin. Oh, da habe ich ja den ganzen Namen groß geschrieben bei Alex. Bleibt noch ganz hinten. Okay. Wird wahrscheinlich noch nichts passieren. Genau, jetzt kriege ich eine Unterbrechung für Ira, die nutze ich aber nicht. Gucken, ob die Milizen jetzt gleich anfangen, drauf loszurennen. Es sieht ganz danach aus. Die werden jetzt bestimmt relativ schnell dafür sorgen, dass die Gegner wissen, dass man da ist. Schön knubbeln und dann Granate rein. Genau. Ja. Cage, da gibt's immer bestimmte Tricks für. Also das. Du brauchst vor allem halt diese DirectX Sachen. Oder manchmal einen Emulator. Es gibt zum Beispiel die DOS-Box, die kann dir da helfen, wenn du alte Spiele spielen magst. Einfach mal googeln, DOS-Box und das Spiel, was du spielen willst. Weil, wenn das Spiel damals DOS-lauffähig war, kannst du quasi einen DOS-Start emulieren. Mit der DOS-Box. Und dann quasi das Spiel über DOS starten. Und das läuft dann eigentlich gut. Und dann gibt es halt diese DirectX Kompatibilitätsdinger, wo du, also was ich jetzt auch hier machen musste, bei Jagged Alliance, dass das funktioniert. Geht mal noch weiter zurück. Bisschen verteilen hier. Insbesondere die drei mal auf die Seite bringen. Und Ira. Ira am besten auch. Genau, also ja, es gibt halt diese DX-Dateien, die kann man sich dann in das Spielverzeichnis legen und dann werden die genutzt, um diese ganzen DirectX-Sachen zu machen für die Spieler und nicht die aktuellen DirectX-DLLs, die aktuellen Bibliotheken, die halt nicht mehr kompatibel sind mit den alten Spielen. Ein Retro-PC bauen. Hat mich immer noch nicht gesehen. Okay. Die hat jetzt aber jemand gesehen. Ach, die Milizen sind so geil.
Jetzt fliegen die. Die Krähen weg, weil geschossen wurde. Die Milizen sind so geil, sage ich, weil sie hier hat auf den geschossen. Dem geht's jetzt schlecht und was macht er? Er steht auf. Jetzt kann er noch besser getroffen werden. Ist so dumm. Okay, na dann. Los geht's. Oh. Ja, schon mal schlecht. Die Aufklärung betreiben ja da die Milizen. Für meinen Trupp. Ich könnte höchstens, ja, ich könnte in der Richtung weitergehen, dann kann ich mich hier lang ranpirschen. Da betreiben ja auch die Milizen die Aufklärung. Oh, schön getroffen. Gleich zwei verwundet. Jetzt sehe ich schon mal 6 von 7. Das war auch gut. Die stirbt. Also so schlecht sind die Grünhemden nicht. Die können auch ein bisschen treffen. Auch wenn sie natürlich in den meisten Fällen Kanonenfutter sind. Du hast die Betriebssysteme noch, meinst du? Ach, und so ein altes Board. Kannst du natürlich machen. Aber eigentlich ist es Quatsch. Also die wird jetzt sterben. 1, 2, 3. Waren das nicht noch mehr? Das ist der 4. Sind doch erst 4, die ich jetzt sehe, oder? Oder ist wieder jemand weggegangen? Kann auch sein. Doch erst 4 von 7. Trevor, gönn dir. Oh, dann nicht. Dann nicht. Gut, dann werde ich mal in der Richtung mich bewegen. Auf die mich zu bewege. Auch Quatsch, jetzt da noch den Schleichmodus anzuhaben. Ohne Schleichen geht's weiter. Wer schleicht denn noch? Die Zeit des Schleichens ist vorbei. So, jetzt niemand mehr. So, Ira hat sich noch nicht bewegt. Aber Ira, ja, da wird er sie schon nicht sehen. Oh doch, da sieht er sie bestimmt. Dann lieber runter. Ah, da sind noch 2. Hey, der hat mir meinen Kill geklaut.
Ja, das kann sein, dass die, wenn die Auflösung zu gering ist, dann mit Balken laufen. Aber es geht, glaube ich, auch, dass du die Auflösung änderst. Also, dass du da Vollbild machst in der DOS-Box. Geht, glaube ich, auch. Die stirbt, ja. Also hier waren noch zwei. Also die Position von 6 hat man schon gesehen. Von 6 Gegnern. Mann, ist Flo langsam. Elite-Gegner gehen auch gleich mit Granaten rein. Sie haben halt alle Gewehre und dadurch eine große Schussreichweite im Gegensatz zu den Grünhemden. Die müssen erst sehr nah ran, weil sie sich ja nicht trauen zu schießen. Wenn man nicht in Reichweite ist. Oder wenn sie nicht in Reichweite sind, warum auch immer. Das ist das gleiche bei den Milizen wie bei den gegnerischen Soldaten. Ich glaube, ich muss doch ein bisschen rennen. Sicher hier nix. Schaut mal hier! Vakuumgranate. Nehme ich dann gerne. Hinter dem Baum hier. Oh, da sieht sie ihn schon. Ich hoffe, er sie nicht. Da war mein Langstreckenläufer. Jetzt sie beide. Alex. Feind in Sicht. Ja. Mit der auch ein bisschen gefährlich, weil ich kann mich nicht hinter den Baum hocken, um von denen in Deckung zu sein, wenn die hier von der Seite auf ihn schießen würde. So einfach. Dann doch lieber hinter den Baum, würde ich sagen. Da müsste er zu den allen einigermaßen Deckung haben. Magst du nicht mehr? Okay, haben sie alle gezogen? Ja, haben alle gezogen. Du Mistkerl. Oh, ein Miliz weniger. Kommt die Retour. Ah.
Naja, die wollen immer noch weiter rangehen, um sich wirklich sicher zu sein, dass sie auch treffen. Sind die Fußspuren blau? Nö, die sind so dunkelgrau Richtung schwarz. Es kann sein, dass sie damals gelb hervorgehoben waren. Das kann sein. Du siehst hier an der Spur am Anfang, vielleicht siehst du es am Anfang. Am Anfang ist sie noch gelb, die Fußspur. Dann wird sie orange und dann rot und dann schwarz. Gelb heißt, da kann sie sich noch hinlegen. Orange heißt, da kann sie sich nur noch hinhocken. Rot dann nur noch stehen bleiben. Und nach schwarz kommt sie nicht mehr in diesem Zug. Genau, das sind halt so die Anpassungen. Die Verbesserungen, die quasi so der Mod gebracht hat beim Spiel. Wie viel Actionpunkte braucht sie denn, um sich hinzuhocken? Okay, Biff. Schütze deine Flo. Was kann das sein? Schütze deine Flo. Trevor. Schade. Sehr schön. Okay, wo sind denn die anderen hier versteckt? Wo ist denn Alex? Wo bist du? Da. Da bist du versteckt. Nee, du siehst nur sie. Na gut, du bist ja noch unten relativ gut. Gedeckt. Krass. Da geht's jetzt ab. Der stirbt wahrscheinlich auch. Naja, er schießt erstmal die Zivilistin. Gute Idee. Oder die Tote. Auch ganz wichtig. Dass die Sterbende auch wirklich tot ist. Alex kann jetzt natürlich auch die Zivilistin treffen. Oder Milizen, die im Weg stehen. Okay. Biff. Sehr schön, Biff. Dafür habe ich dich engagiert. So, jetzt aber ab in den Staub, Flo. Und dann ran an die Buletten. Stark. Super stark. Okay. Era muss, glaube ich, noch ein bisschen näher ran. Und dann liegt sie halt. Da liegt sie Trevor im Weg. Jetzt sieht sie den. Okay, das war's wieder. Jetzt sind. Der ist erledigt. Der hat zwar viel AP verloren, aber das wird ihm relativ egal sein, weil das einfach starke Söldner sind. Die werden immer noch schießen können. Und irgendjemand hat hier von ganz im Süden geschossen, wie verrückt. Also drei sind jetzt tot.
drei sehe ich und der, der hier im Süden geschossen hat, der hat irgendein Zielfernrohr und hat hier ordentlich reingehalten. Der hier stirbt auch. Mal gucken, ob ich die Miliz noch retten kann. Jetzt liegt die Zivilistin wenigstens. Ja, die Zivilistin schießt mit. Die Miliz schießt mit Paintball. Richtig. Und gerade auch minus eins. Also die sind halt gepanzert, ne? Also. Die Gegner sind halt Schwarze. Schlaf schön. So regelt das. Alex, versuch sie nochmal an der da. Schwer. So, und Biff hat nichts mehr zu tun. Schafft es doch darüber. Weil er sieht von da nichts, ne? Doch. Und Flo. Ja. Jetzt geht's dir an den Kragen. Jetzt stirbt die auch. Als würden die sich vorher absprechen, auf wen sie als nächstes schießen. Okay. Also irgendjemand ist hier noch hier unten. Sie stirbt. Der ist noch stark. Ich glaube, es sind nur noch drei, genau. Aber eine kannst du davon schon mal... Kann man davon schon mal abschreiben. Die lebt nicht mehr lange. Halt hier die Frage, wo ist der Letzte? Der kann halt da überall sein. Da kam irgendwas von hier unten. Och, lass es einfach. Lass es einfach. Krabbel mal näher ran, um den anderen hier in Sichtweite zu bekommen. Alle bewegt? Nee, Ira noch nicht. Ja, jetzt versteifen die sich alle darauf, die eh schon stirbt, zu töten. Was total unsinnig ist. Weil die kann eh nichts mehr machen. Sofern die nicht wieder hochgeheilt wird, kann die nichts mehr machen. Miliz lebt noch. Nein. Oh je.
Schau dort. AK-47. Ui, jetzt geht's los. Jetzt geht's hier los. So, die anderen lasse ich mal lieber so. Ist das ein Fluchtversuch? Muss ich noch hinterher rennen? Der siebte hat sich ja überhaupt nicht gezeigt, die ganze Zeit. Da müssen wir mal ein bisschen offensiver rangehen, um... Da sind die Verbrecher. Ah, ja, da ist er. Ist sie. Um die noch zu finden. Jetzt wird natürlich auf Trevor geschossen werden. Muss ich jetzt einfach hier mal so einen blinden... Ah. Flo trifft selbst da. So einen Blindschuss machen. Gut, jetzt wissen wir ja, wo alle sind. Dann kann Ira hier in der Mitte relativ sicher durchrennen. Ja, so ganz sicher auch nicht. Sie sollte sich hier... Da liegt was! ...wieder abducken. Ja, schnappt mir nichts weg, ihr... Milizen. Da liegt was. Ist alles meins. Okay. Schon relativ unwahrscheinlich, dass hier oben auf irgendjemanden geschossen wird, der kein Miliz ist. Aber Trevor ist natürlich jetzt hier in Gefahr durch sie. Der rennt tatsächlich weg. Die rennen jetzt beide weg. Okay. Die wollen fliehen. Aber das kann ich nicht zulassen. Denn ich brauche ihre gute Ausrüstung. Die will ich haben. Ich hoffe, ich krieg die noch. Ich glaube, mit Biff und so brauche ich da nicht hinterherrennen. Ich kann mal mit Flo versuchen, den hier zu heilen. Sie ist ja sowieso gleich daneben, aber Flo hat nichts zum Heilen. Hat denn hier jemand anderes was zum Heilen? Natürlich, aber die sind weit weg. Fox. Ja, dann muss Fox eben ran, würde ich sagen. Um dem dann das Leben zu retten. Dem Miliz. Mir kommt gleich das Frühstücksei hoch. Nicht abhauen. Ist halt die Frage, ob ich da noch hinterherkomme. Wenn die jetzt wirklich sich entschlossen haben zu fliehen. Hui. Sie hat sich umentschieden. Und will doch noch auf Trevor schießen.
Das Gebäude hat auch ein Spitzdach. Leider. Er ist gestorben. Die Miliz ist gestorben. Nur zu spät. Ja, die Schlechten brauche ich jetzt auch nicht heilen. Die heilen sich ja dann alleine. Oh, okay. Jetzt bewegen sie sich. Ich habe ein bisschen Angst, dass es einfriert. Das macht es ja manchmal. Insbesondere dann, wenn man lange nicht gespeichert hat. Und ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal gespeichert habe. Was mich daran erinnert, gleich mal zu speichern. Tadam. Gespeichert. Sichert. So, du gehst mal lieber runter, Alex. Irgendwo muss der zweite hier noch sein. Trevor, du musst Trevin. Sehr gut. Sehr gut. Geschicklichkeit verloren hat sie. Box. Box die schneller. Rennt mal da rein. Kann sie in der nächsten Runde mithelfen. Ah, jetzt schießt sie auf den da. Das ist gut. Ich habe nicht gespeichert, ne? Ich habe vergessen zu speichern. Geht die Runde wieder los und dann bin ich so on fire, dass ich das Speichern natürlich vergesse. So, jetzt aber. Speichern. Danke, Cage. Trevor, komm. Gesund ist viel zu gut. Es ist viel zu gesund. So. Sie sieht ihn nicht. Sie sieht sie nicht. Er ist ja blöd. Da erst, oder was? Okay. Muss ich das gleich berücksichtigen? Okay, Alex. Du krabbelst am besten ein bisschen weiter vor, um zu gucken, wo der letzte ist. Ira, du weißt ja jetzt, dass es da safe ist. Kannst du erstmal bis da nach vorne? Biff kann. Da so gucken. Gibt einen Fehlschläger mit ab. Dann. Fehlschläger? Blindgänger? Wie heißt denn das? Heißt doch nicht Fehlschläger. Okay. Das hat Ira mit erschreckt. Dass direkt so neben ihr jemand umgenietet hat. Ich glaube, das hat auch ihre Moral gesenkt. Also ist das. Nein, ist doch nicht sein Ernst hier.
Stacheln und der bewegt sich auch nicht weg, weil der ist kein Zivilist. Der versperrt mir jetzt einfach nur mein Durchkommen. Kann ich da durchgucken durch das Fenster? Das könnte möglich sein. Sehr schön. Oh nein. Kann sich nicht hinlegen. Muss ich beiseite gehen. Zweimal daneben. So, Alex, weiter geht's. Exploration. Wo ist der Typ? Sieht sie doch da auch. Geh mal lieber in Deckung. So, Ira. Hier hin, schießt du und gehst wieder zurück. So ist dein Plan. Flo macht am besten gar nichts. Geht auch da ein bisschen spazieren. Die hat sich jetzt in Sicherheit gebracht von der gefährlichen Position, wo sie für Fox durchs Fenster zu erreichen war. Quatscht erstmal mit seiner Mama am Telefon. Ach. Ui, die Familie kommt. Die Familie kommt. Mal kurz. So, die Familie kommt nach Hause. Ich glaube, ich muss an dieser Stelle mittendrin, mitten im Kampf, oh je, mitten im Kampf speichern und beenden. Oh nein. Ungünstig. Ungünstig. Ich hoffe, ich komme bald dazu, da weiterzuspielen. Wenn was gut geht. Na, ich will jetzt hier nicht irgendwie platzende Köpfe haben und sowas. Pi, übernimmst du? Ja, gerne. Gerne, Pi. Ich raide gerne zu dir, während meine kleine Tochter hier mir auf dem Bildschirm starrt, weil das macht sie bestimmt gerne, wenn ich irgendwas zum Spielen anhabe. Oh, der eine ist tatsächlich schon geflohen. Der ist schon im Nachbarsektor. Naja, gut. Dann speichern wir an der Stelle. Und ich gehe aus dem Spiel und raide jemanden. Und ich danke euch fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Follow an Cage. Schön, dass du dabei bist. Danke dir, Alec, für das Sub. Und dann schaue ich mal, wo ich hinraide. Ja, ich wünsche euch auch einen schönen Abend. Ah, ja, Weizen, warst du jetzt dabei, Weizen? Hast du noch was gesehen? Weil ich habe ja jetzt gerade Schluss gemacht oder früher Schluss gemacht. Weil jetzt meine Familie zu Hause ist. Und ich raide euch, da Pi noch nicht online ist. Gerade erst gekommen. Ja, schade, Weizen. Also, freue mich, wenn du nachholst. es war wieder spannend, würde ich sagen.
Das gerade eben fand ich schon ganz cool mit den starken Elite-Gegnern, die vor allem meine Milizen zermetzeln. Okay, ich rate euch zu Kainosh. Kainosh ist ein Musiker und der spielt mit großem Elan auf der Gitarre. Und ja, Musik ist doch immer ganz nett im Anschluss. Und von daher rate ich euch mal rüber und danke euch nochmal, dass ihr da wart. Und hoffe, ihr habt noch einen schönen Abend. Macht's gut. Ciao.